Moin moin SeaQuartz-Freunde, willkommen auf unserem SeaQuartz-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Heute mal wieder ein Replay von Maracha. Meinem Mann sozusagen. Kommentiert mit mir Ranja 83. So, wir sehen hier ein Zufallsgefecht auf der Karte Meerenge. Schiff ist die Julio Cesare, ein T5-Schlachtschiff Premium. Und der Maracha wird jetzt mal gleich die Kapitänskills und Schiffskills erklären. So, da sind wir schon. Hallo auch von meiner Seite. Geskillt habe ich hier die präventiven Maßnahmen, den Beschussalarm, den Adrenalinrausch, die Grundlage der Überlebensfähigkeit, den Brandschutz und den Tarnungsmeister, einfach um die Überlebensfähigkeit des Schiffes weiter nach oben zu pushen sozusagen. Ja, und dann die Hauptbewachungsmodifikation 1, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 und die Zielsystemmodifikation 1 sind die Module, die ich im Schiff verbaut habe, beziehungsweise die Verbesserung. Insgesamt ist das so für mich schon ganz ausgewogen gewesen. Und ja, mit der Zeit kriegt man ja immer noch ein paar mehr Skillpunkte dazu. Der Kapitän war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit ausgebaut. Von daher ist mehr jetzt nicht möglich. Mit dabei ist auch hier Never Die als Flugzeugträgerfahrer und Scotty 75, bei dem wir ja vor kurzem mit Massachusetts Video gezeigt haben, mit der Oma. Der ist ja, glaube ich, diesmal aber nicht so lange aktiv. Werden wir gleich alles schön noch sehen. Wie gesagt, was hat dich denn zu der Julio Cesare so ein bisschen getrieben, sie zu kaufen? Ja, was hat mich dazu getrieben? Ihr wisst ja alle, dass ich so ein kleiner Italiener-Fan bin und eigentlich sogar jedes italienische Schiff im Hafen habe, früher oder später zumindest. Und ja, bei der Julio Cesare war es eigentlich von vornherein klar, da habe ich das schon gesagt, bevor ich genau wusste, wann das Schiff kommt, wie das Schiff aussieht und so weiter. Also von der Warte her, das ist eines der geilsten Schiffe auf T5, muss man einfach so sagen. Wurde ja auch nochmal gebufft, glücklicherweise, dass der Torpedoschutz da nochmal ein bisschen nach oben gegangen ist. Ich glaube, wir lagen da jetzt in über 30%, 32% oder 34% waren das jetzt. Und sorgt noch ein bisschen für bessere Überlebensfähigkeit. Die Durchgangskraft hier 320 mm. Ich liebe einfach 10 Mumpeln, relativ wenig Streuung für meine Verhältnisse oder für mein Spielgefühl. Also einfach geile Schiff. Ah, mal gucken, da bietet sich ja jetzt so langsam mal eine Omaha an. Mal schauen, was da so jetzt mal auf. Die Torps sind geworfen. Mal gucken. Ich habe da jetzt noch auf die Torps gewartet sozusagen, damit sie auf jeden Fall gezwungen ist, in eine Richtung weiterzufahren. Ah, 3-8. War jetzt nicht so pralle. Hätte man schon mal besser machen können. Ja. Aber dafür hat sie einen Motorschaden und jetzt hast du nochmal eine zweite Chance. Das ist natürlich perfekt. Kriegst selber ein bisschen Beschuss, aber ich glaube, das macht nichts hier. Leben dann. Ja. Kein Kram. So, Mumpeln sind raus. Jawohl, Zitadelle. Läuft doch. 920 mm hattest du gesagt? Ja, genau. Da sieht man. Millimeter. Sehr schön. So. Was macht denn deine Flugabwehr da so mit dem Schiff? Ist die ganz gut oder ist die eher schlecht? Eher durchschnittlich, ja. Oh, die Omaha, der Scotty ist schon raus. Ja, unsere Omaha, Scotty ist schon weg. Ah. Den hat es relativ schnell zerlegt, ist ja auch mal gefährlich mit einer Omaha. Ihr habt ja gesehen, der Gegner hatte ja seine Omaha auch gleich verloren. Ja, das stimmt. Da ist man immer ein gern genommener Gegner. Ja. Vor allem, wenn man selber Schlachtschiff fährt. Jetzt orientieren wir uns jetzt hier erstmal so ein bisschen, oder ich mich so ein bisschen, wo jetzt hier der Schwerpunkt liegt. Sucht sich die passenden Ziele raus, die einigermaßen passend stehen. Jetzt wie zum Beispiel da jetzt König, die gerade eine ordentliche 6-4, sehr schön. Da bekommt. Und dann bei hier noch die Bretagne. Also die Kommunikation haben wir jetzt hier nicht aufgezeichnet, aber die Kommunikation mit dem Flugzeugträger Never Die, der ihn da gesteuert hat, die war sehr intensiv, sage ich jetzt mal. Wir haben da uns sehr, sehr viel abgestimmt. Also ihr werdet das im Laufe des Gefechts noch sehen. Das wird über die vollen 20 Minuten gehen und wird erst ganz zum Schluss entschieden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber Breitseite darf man mit dem Schiff hier aber auch nicht zeigen, oder? Nee, bei der Roma kann man... bei der Roma. Bei der Giulio Cesare... bei Italienern darf man das nie, aber bei welchem Schlachtschiff darf man schon die Breitseite zeigen? Beim Franzosen auch nicht. Nee, das stimmt. Werden wir mal gleich gucken, was da so passiert.
Bretagne bietet sich ja 4-1. Ja, dafür, dass nicht richtig gut auf der Mitte getroffen, aber... Ja, ist halt schon auf dem Deck gelandet. Ne? Die ist noch ein bisschen mir entgegengedriftet. Hab mich tief genug. Zweiter Versuch. 5-1. Schon mal 1000 mehr. Ja, sehr schön. Zwei Overpens dabei. Da bleibt nicht viel heften. Ja, aber mit zwei Mumpeln noch mal 1000 mehr. Oh, da hat hier Neverdine noch ein bisschen was von abgestaubt sozusagen oder gut gemacht mit den Torpedotreffern. Und dann hat er auch seinen Kill. Und die Bretagne da so ein bisschen aus dem Schiffsleben gehaucht. Wir machen hier eher so Schlepperballett. Aber schön wendig scheint das Schiff zu sein. Das ist sie. Darum habe ich auch Beschussalarm mit drin, weil man mit dem Schiff hier noch einiges machen kann. Wenn man den Beschussalarm auf eine gewisse Distanz bekommt, kann man durchaus noch einiges verhindern. Sie ist schön kurz, was ich sehr, sehr mag. Also man nimmt da nicht immer alle Torpedos mit, sondern kann halt auch wirklich noch gut was reinstellen. Er hat 13 Sekunden Ruderstellzeit, das ist eher wie so ein schwerer Kreuzer auf einer höheren Tierstufe. Also von dem Punkt her muss man sagen, da macht der Dampfer richtig Spaß. Ich meine, es gibt ja schon viele, die auch sagen, das Schiff wäre OP. Es hat nicht viele Möglichkeiten. Eigentlich hat es nur die Kanonen. Keine besonders gute Flugabwehr, keine besonders gute Sekundär. Es lebt davon, dass es halt nicht so viele Optionen hat, sage ich jetzt mal. Auf T6 hat man natürlich generell nicht, aber es gibt da ja auch andere Schiffe, sage ich jetzt mal. Ich finde es persönlich einfach super angenehm zu fahren. Das ist einfach so. Quasi immer wieder gerne. Ihr seht es in unseren Livestreams ja auch, dass sie immer mal wieder in der Divi ausgeführt wird. Aber hier war die Streuung jetzt gerade auch schön übers komplette Schiffchen, sprich einmal die König. Einmal die komplette Ellipse. Ja. Auch nicht schlecht. Aber sonst sieht das Gefecht ja hier eigentlich relativ gut aus bis jetzt. 482 Punkte zu 357 Schiffe gleichmäßig. Der Gegner hat noch einen Zerstörer. Im Moment sieht wir das haben zwei Caps. Im Moment sieht das alles noch kontrollierbar aus und gut, dass man sich eigentlich auf der Siegestraße lehnt, so ein Stück weit. Wir haben und gegebenenfalls auch zu Übermut neigt. Das passiert ja gerne mal. Ja, Flugbahn auch schön und 12-9 waren das glaube ich, ne? Drei Penetrations und drei Überpenetrations. Also. Wäre fast noch eine Zitadelle geworden. So ungefähr. Aber die Kongo ist ja leider auch gerne mal ein bisschen empfindlich. Ja, sie ist sehr schnell, sie hat einen großen Kaliber, aber sie ist halt schlecht gepanzert. So, nächster Versuch. Muss sie halt immer wieder anstellen. War ein bisschen schade. Da ist nur ein Steckenbleiber sozusagen. Rohrkrepierer. Ein Rohrkrepierer. Na, genau. Panzerungskrepierer müsste man sagen. Ah, jetzt wäre perfekt eigentlich gewesen, sozusagen. Jetzt zeigt sie schön Breitseite. Man hätte da jetzt... Schade, dass die Reload-Zeit so ein bisschen... Die ist zwar fix für ein Schlachtschiff, aber... Ja, da habe ich jetzt darauf spekuliert, dass ich einfach die Vorhaltemarke weiter so behalte. Und obwohl da eine Insel ist, komme ich ja drüber mit dem Bogen. Ja. Habe sie auch getroffen, auch wenn es da ein Durchschlag ist, sozusagen. Ein Streifschuss, sozusagen. Ja. Ah, 4-1. Dafür, dass es fast so ein bisschen ungesehen abgeschossen war, war okay. Ja, jetzt sieht man aber hier oben schon, dass wir hier auf unserer Seite nur noch zwei Schlachtschiffe haben. Wir haben jetzt ein Schiff mehr verloren. Der Gegner ist jetzt im Drücken auf B. Und in B haben wir aktuell gar kein Schiff drin. Und die haben ja immer noch den Zerstörer. Da hat jemand wohl gepennt auf eurer Seite. Mal den Zerstörer endlich rauszunehmen. Emily! Ja, jetzt rückt der Team hier komplett rein. Du kannst dich nicht entscheiden. Nee, ich kann mich nie so richtig entscheiden. Kongo oder Emily. Ja, das ist immer ein Riesenvorteil, wenn man zu zweit da reinfährt. Aber da kriegt die Kongo gleich mal was ab und Never Die hatte hier Probleme mit dem Jäger und so weiter und hat ihn gleich zurückgezogen über mich, damit ich noch ein bisschen mithelfen kann. Ja. Er wird jetzt hier ordentlich unter Beschuss genommen über mir. Die Flak ist nun mal nicht super berauschend, aber ein bisschen was macht sie dann irgendwo aus. Da hattest du jetzt auch Glück, dass der Torpedojäger sich eher auf die Kongo konzentriert. Ja. Dann kannst du noch mal ein bisschen arbeiten. Ah, oh, Berg, schade.
Ja, da ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Also ein bisschen was ist noch durchgegangen. Das war dann nur noch ein Abpraller. Ja. So, ich nutze jetzt den Berg als Deckung hier, damit nicht alle vier Schiffe hier, die Iron Duke, die T-22 Emily und die Kongo auf mich schießen können, die jetzt ja quasi in B stehen und B erobern. Wobei du da ja echt aufpassen musst. Warte jetzt noch die Turmdrehzeit ein Stück weit ab. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und hab jetzt auch gleich komplett nachgeladen. Das ist schon auch alles ein Stück weit zumindest so gewollt, dass ich erst jetzt Gas gebe. Mit den vorderen Kanonen kann ich jetzt schon direkt wirken. Geht die Breitseite der ja, schön. Rein. Das hat ordentlich gesessen. Und da kommen die Rohre hinterher. Und Torpedos. Da kommen auch Torpedos. Jawoll. Die Jünger Rierig so halten. Aufgrund der guten Torpedo-Schadensverringerung, zumindest eins, an der Seite, das waren nur 5. 2 und Wassereinbruch hast du jetzt aber trotzdem. Ja, naja, gut, das lässt sich nicht ganz verhindern, ne? Ja, das stimmt. Ein Risiko hast du immer. Jetzt musst du aufpassen wegen der T-22, ne? Die rutscht da so ein bisschen durch am Berg. Nicht, dass sie dich gleich torpediert. Naja, mal gucken, Nepperdai hatte da jetzt eine Torpedobombe unterwegs. Wobei auf dem Zerstörer torpedieren ist immer ein bisschen schwierig. Oh, der bleibt ja stehen. Aber da hat er zu stark verringert. Ich wollte ihn eigentlich nicht treffen, aber der Granaten alle vorne rein. Ja. Jetzt hat er sich auch noch eingenebelt, der Typ. Ja. Aber da sind trotzdem noch von beiden Seiten Torpedos unterwegs. Und? Recht, da war ein Treffer dabei, konnte man gerade noch sehen. Ja. Hat ihn nicht rausgenommen. So, jetzt konzentrierst du dich mal auf die Iron Duke hier. Wie schön Breitseite fährt, aber die ist ja auch relativ ja, hart. Ich glaube, ich ziele schon geistig, schon so ein bisschen auf die Danae und warte jetzt einfach noch ein bisschen ab, weil ich eben möchte, dass sie sich in Sicherheit fühlt, weil ich sie nicht anvisiere. Mhm. Und solange ich sie nicht anvisiere, macht sie auch keine Ausweichbewegung, weil das bekommt man ja gegebenenfalls ja, angezeigt. Ja, sieht man jetzt. Jetzt fährt sie ja richtig schön in die Breite. Und jetzt visiere ich sie gerade an, das ist schon fast zu früh für meinen Geschmack. Aber sie fährt einfach weiter. Und? Und will jetzt ausweichen, indem sie mir Breitseite zeigt. Mal gucken. Jawoll. Doppelzitadelle vernichtender Schlag. Das ist doch mal schön abgewartet. So macht man das. Antäuschen und dann auf einmal dadum, weg. Game over. Game over, genau. So, jetzt ist aber die Iron Duke und dieser kleine Zerstörer da noch. Genau. Und du brennst. Ja, lichterloh. Mann, dein Schiff ist schon relativ low. Über ja, die Hälfte schon. Ich habe aber noch dreimal Reparaturmannschaft, das nutze ich jetzt auch sofort. Ah, schade. Und da sind die nächsten Torpedobomber unterwegs, in Richtung Iron Duke. Ja, die muss weg, das ist... Ja, die muss weg. Die ist ja echt gemein, die kann echt gemein werden. Na, jetzt steht es nach Schiffen, steht es noch 4-4. Aber der Gegner hat zwei Caps. Und jetzt hat der Gegner zwei Caps. Ihr liegt also, zwar noch in der Führung, aber... Vielleicht geht noch 7 Minuten und die T-22 haut jetzt ab. Ja gut, bei der HP würde ich das auch machen als Zerstörer. Los, weg da. Na, zumindest zugehen. Weg nicht unbedingt, aber zugehen. Aber sie bleibt offen, weil ja, weil Never Die und ich, wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, dass er die auf jeden Fall offen lässt, damit ich nochmal drauf schießen kann, auch wenn das als Schlachtschiff natürlich immer so ein bisschen doof ist, aber... Ja, vor allen Dingen mit AP, ne? Das ist ja, ja, mehr ja so immer so. Ist halt immer doof, die hat man hauptsächlich parat, ne? Ja, gerade ja, klar. Wenn man halt keinen Briten fährt. So. Ah, die Iron Duke kriegt da ordentlich Torps. Genau, da wandern die Pokale durch die Gegend. Und sie dreht. Und jetzt habe ich vielleicht nochmal eine gute Chance, da noch einen vernünftigen Treffer drauf zu landen. Ja, Unterstützer gedroppt, ja, auch schön. Und sie hat Wassereinbruch. Die ist ja, gleich, die ist weg, da sehr schön. Da wollte ich drauf schießen, glaube ich. Ach, schön. Nee, die hat repariert. Ah, ganz kurz vor Schluss. 469 Live-Punkte. Aber jetzt. Und Never Die hat jetzt die Problematik, dass der gleich entdeckt ist oder gerade schon entdeckt ist. So, der und muss, jetzt ist sie weg. Das Schiff muss raus. Ist jetzt auch raus. Zündet sich dann noch zum Schluss nochmal an. Unangenehm. Und hat ja auch nochmal richtig abgezogen. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn er. Wenn du die britischen HEs abbekommst, die haben sehr hohen Alpha-Damage und den Viertel Pen, der dann ja immer die Panzerung besser durchschlägt als andere HE-Granaten zum Beispiel. Da ist der Zerstörer. Und der hat gebeacht und ich versuche jetzt hier unbedingt noch den Zerstörer zu treffen. Ja, in dem Moment kann der sich wieder nach vorne oh nein. bewegen. Das ist so, aber du hast noch einen Durchschlag, das war nur minimaler Treffer.
Aber ja, jetzt geht der Jäger da noch hin. Da ist er Da ist wieder. die T22 wieder. Jetzt gucken wir mal. Und jetzt ist Ah. sie genau in der Wende. Und darum ist es jetzt sehr, sehr schwer, da überhaupt vernünftig Aber zu du treffen. versuchst es. Ich versuche es, aber nur mit einer Kanone, mit zwei Rohren, nicht mit beiden Türmen. Aber jetzt heißt es direkt auf jeden Fall Richtung B fahren, damit wir den Cap zurückholen, weil der Gegner inzwischen schon super gut aufgeholt hat. Wir Ja. sind jetzt hier schon bei 770 zu 715. Drei Schiffe von jedem auf jeder Ja, Seite. durch die zwei Caps, ne? Da Ja. sammelt man halt eben Doppelpunkte. Und die Zeit, die wir jetzt verlieren, bis wir dann da sind. Aber schon 97.000 Schaden. Das ist schon mal beachtenswert. Macht man auch nicht jede Vier Runde. Schiffe versenkt. So. Das, was ich jetzt die ganze Zeit versäume, ist hier die zweite Reparaturmannschaft reinzusetzen, sehe ich gerade. Ja, eigentlich könnte man jetzt schon reparieren. Wenn ich jetzt ein bisschen doof getroffen werde von vielleicht einem Flugzeugträger oder sowas, dann Wäre das Spiel vorbei. hätte ich schon große Probleme. Jetzt kommt es erst. Und die Rohre sind ausgerichtet auf die T22, die sich ja aus dieser Richtung in Richtung B auf mich zubewegte. Ich bin nicht entdeckt, also muss sie im Nebel stehen. Das ist jetzt schon mal gut. Da sind die Torpedobomber und ein feindlicher Jäger, der den Jäger von Never Die beschützt oder beschäftigt, nicht beschützt. Und dann müsste es gleich soweit sein. Das ist echt nervenaufreibend, wenn du da wartest, dass der Nebel Ja, endlich weg ist. Das guck ist mal, Wahnsinn. jetzt sind es weniger als 20 Punkte Vorsprung. Entdeckt. Jetzt ist die Ja, da ist sie. T22 aus dem Nebel rausgefahren. Und da kann ich eine volle Breitseite da platzieren. Ja, Und weg! Super! das hat gerade so gepasst. Das ist wirklich Geil! ganz knapp über den Berg rübergegangen. Und das ist dann Puh! auch nochmal so eine richtig geile Nummer gewesen mit dem Kraken. Die T22 war der Unterschied. Der hat auf jeden Fall einiges gebracht, dass wir den da noch rausgenommen haben, weil sonst wäre der Zerstörer entweder zu B durchgefahren und hätte mich angegriffen Oder oder den denn? Ja, Flugzeugträger. genau. Und von daher war es extrem wichtig. Miyogi. Und da kommt die Miyogi vor. Breitseite. Ja. Und das habe ich leider ein Ah, bisschen schade. vermasselt, dass die Mumpe. Ich hätte ein bisschen höher zielen müssen. Ein ganz kleines bisschen und dann hätte ich sie viel besser getroffen. Ja. Vor allem mit den 320 mm ist das optimal, da jetzt rein zu Und? grätschen. Das sind nur 970, ein Überpen und ein Abpraller. Das Schade. ist jetzt ganz, das war dann schon ein bisschen merkwürdig, hat mich auch geärgert. RNG. Und jetzt brauche ich gar nicht mehr probieren, jetzt bin ich Nee, in der Insel. Insel. Ich warte jetzt die 15 Sekunden ab, damit ich hier gecappt habe. Na, Never Die rückt auch ein bisschen nach, ne? Genau, er muss dringend nachrücken, damit wir dann auch hier den B-Cap halten können. Ist ein bisschen offensiv gespielt, aber Erobert. da haben wir erobert. Jetzt habe ich das nächste Reparaturteam da eingesetzt, damit wir wieder ein bisschen mehr Trefferpunkte haben, weil das Spiel ist noch nicht vorüber. Der Gegner hat auf jeden Fall noch zwei Staffeln Torpedobomber. Ja, und die Miyogi wartet auf dich. Hinter der Insel. Aber sie steht spitz zu dir. Die hat Angst, glaube ich. Die hat ein bisschen Respekt. Aber jetzt führen wir zumindest wieder nach Punkten. Wir spielen jetzt auch so ein bisschen taktisch, weil es einfach darum geht, wenn ich rausgehe, liegen wir zurück. Wenn unser Flugzeugträger rausgeht, liegen wir zurück. Der, der Ja. zuerst das Schiff verliert, der entscheidet das Spiel sozusagen mit, weil dann ist es ein leichtes, nachher B zu erobern, um die letzten Punkte zu bekommen. Und ja, jetzt ist es halt wirklich, ich stelle mich möglichst spitz zum Gegner, weil auch auf diese kurze Distanz, die Miyogi ist zwar jetzt nicht unbedingt das beste Schiff, aber wenn die Mumpeln treffen, Dann dann tut's tun weh. sie richtig weh. Und deswegen Und? will ich das auf jeden Fall nicht riskieren. Da hat sie geschossen, aber die schießt nur HE auf mich. 2-1. Und? Es kommt ein bisschen deine Sekundär gerade nochmal. Dann sieht man, wie schwach sie eigentlich doch ist, die Sekundär. Gut, Ja, du bist spitz, ich habe ja. sie auch nicht auf Streuung, also auf Sekundär trainiert. Also die Streuung ist ja trotz alledem immer groß. Und da kommen Und Torpedobombers. da kam Torpedobomber von links. Und jetzt kommen die nächsten von rechts. Das ist so ein bisschen jetzt das, was nervt an der ganzen Geschichte. Aber ist ja Gott sei Dank nur ein Dreiergeschwader gewesen, kein Vierer. Sonst hätte das, glaube ich, noch einen Ticken. Ich konzentriere mich jetzt auch nicht so sehr auf die Torpedos. Ich weiß ja, ich zwei Eins, Fresse. zwei. Und habe nur 8000 Punkte und damit genauso viel quasi wie die Miyogi. Ja. Das ist jetzt Das ist schon jetzt richtig hart. derbe nervig. Und jetzt geht es hier nur darum, den Vorteil rauszuholen. Jetzt werde ich mit HE nochmal getroffen.
glücklicherweise wird da nur HE geschossen. Ja. Und da habe ich den Pech, dass wir da zwar vier gute Treffer landen. Aber nur 6-1 rausholen. Aber nur 6-1 rausholen. Oh, oh, oh. Na? Und von vorne kommen jetzt auch Tor. Ah! Da ist man voll drin, ne? Ja, ja, und dann hast du 1000 Punkte das Gefecht gewonnen. Sehr genau. Schön, ja, geil. Es war wirklich auch taktisch bis zum Ende. Da war noch ein Dreadnought dabei zum Schluss. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, dann auch mit Never Die da zusammenzufahren. Wir haben uns da gegenseitig angefeuert. Erster und zweiter Platz hat wirklich gefetzt. Hier 24 und 11 Flugzeuge. Ja, also war eine tolle Runde. Die wollten wir euch nicht vorenthalten. Und nur hoffen wir, dass euch das auch gefallen hat. Unsere Doppelkommentierung wie immer. Und ja, wir wünschen euch einfach noch viel Spaß hier weiter auf dem Siegrauts-Kanal mit unseren Videos. Und freuen uns, euch das nächste Mal wieder auf einen unserer Videos oder auf unserem Kanal bei Twitch dann zu sehen oder mit euch zu schreiben. Haut rein! Wir wünschen euch noch viel Spaß. Ranja 83 und der Maracher. Bis dann. Ciao, ciao.